Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video, heute dem Unboxing des neuen limitierten Bundles von Farid Bang zum Album Torre Molinos. Ist das ein Mixtape-Album oder so? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Jedenfalls hat er jetzt meiner Meinung nach gar nicht so viel Promo dafür gemacht. Also ich habe es auch nur durch Zufall jetzt bei Saturn gefunden, dass es das überhaupt gibt, das Bundle, und habe es mitgenommen. Ich dachte mir so, ja, lasse ich jetzt nicht aus. 29,99 € kostet das Ganze. Und ich bin gespannt, was drin ist. Also die meisten Deluxe-Boxen momentan sind ja einfach nur Boxen, wo im Prinzip derselbe Inhalt wie das drin ist, nur dass halt man für diese Box drumherum 10 Euro mindestens mehr bezahlt. Naja, Farid dachte sich so, ein Bundle reicht aus. Okay, schauen wir mal, was drin ist. So. Okay, dokeli, wir haben... Ist nix, okay. Und im Prinzip... Oh, das wird... Oh, das ist aber interessant. Ich dachte, ja, ich wollte schon sagen, das wird ein kurzes Video, aber das ist ja... Okay, auf jeden Fall ganz interessant. In mehrerer Hinsicht werde ich euch gleich erklären, warum. Und der Link dazu, zum Album, zur Box, beziehungsweise zum Bundle, wenn es das noch gibt, ist in der Beschreibung. Link zum Messer ebenfalls. Ach übrigens, man sieht sich in Dresden am nächsten Freitag auf der Monument-Tour von Kollega. Ich denke, wird den einen oder anderen vielleicht interessieren. Das wird wild. So, Banger Musik präsentiert Farid Bang, Torre Molinos. Eine spanische Flagge, wenn ich nicht irre. Ein sehr gut gebauter Mann mit einer massiven Kette. Einen Cocktail daneben stehend. Okay, ich vermute mal, das ist Bushido, oder? Ich weiß ja nicht, wen das jetzt darstellen soll. Wen haben wir noch hier so? 13 Tracks. Okay, das ist ja wirklich ein komplettes Album. Ah, na gut, Farid Bang hat ja im Prinzip weit über ein Jahr so viele Songs released und die sind jetzt alle hier drin. Das ist halt im Prinzip schon doch ein Album. Okay, interessant. Ich meine, davon sind ja wirklich schon fast die Hälfte auf YouTube. Aber auf jeden Fall habe ich einige noch nicht gehört. Interessant. French Montana, Khaled, Hamza, Weasel, 6ix9ine, Kapush, Game, Play 69, Musie, Blueface und nochmal Musie. Das sind Features, die sind schon, muss ich mal sagen, ziemlich stabil. Da bin ich mal gespannt, das mal komplett zu hören. Der neue Sound so, also von Farid Bang ist Geschmackssache. Ich mag diesen Banger-Leben kürzer Sound von ihm und den JBG-Sound natürlich am meisten, wie bestimmt viele, viele andere von euch. Aber kann man sich trotzdem anhören, so ist es nicht. Okay, hier. Komplett Strandurlaub. Okay, passt natürlich super für uns arme in Deutschland lebende Leute, die hier bei gefühlt 3 Grad hier dieses Album dann angucken. Hier nur ein Foto von dem guten Mann. Okay. Und sonst nur nochmal dieselbe Tracklist. Also Booklets sind anscheinend mittlerweile out. Jetzt ist einfach nur immer ein Zettel drin. Okay. Dann ist es halt so. Naja. Okay, das ist jedenfalls das Album. Ich dachte, das ist nur ein, das sind höchstens so 7 Tracks drauf oder so. Da bin ich jetzt positiv überrascht. Okay, wir haben hier einen Pullover. Banger Musik Logo ist hier unten. Torre Molinos mit einer Koordinatenangabe ist hier zu finden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das ist Spanien, oder? Ist das Spanien? Oder ist das Marokko? Bitte teilt es mir mit in den Kommentaren. Was haben wir hier? Gilden. Ultra Cotton. Ultra Cotton, okay. Made in Nicaragua, Größe L. Also der Stoff ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Vom Stoff ist es auf einer Skala von 0 bis 10 ist es eher so eine 4, was den Stoff angeht, grundsätzlich. Aber geht schon. Ist halt ein Pullover. Das macht es schon mal besonders, aber naja, das ist schon... Naja, es ist halt magerer Mindeststoff. Kann man jetzt leider nicht schönreden irgendwie. Aber mir gefallen die Drucke. Die Drucke gefallen mir. Und sogar die Ärmel sind bedruckt. Immer steht hier Torre Molinos auf dem einen. Und auf dem anderen sind nochmal hier schwarz unterlegt. Diese Koordinaten werdet ihr gleich nochmal in meinem mageren Körper sehen können. Hinten ist nichts drauf. Okay, dann ziehe ich das hier mal an. Heute mache ich die Kamera aber mal ein bisschen höher. So, sonst ist das immer so mies von der Einstellung. Okay. So. Ach, es ist wirklich immer
So viel fehlt. Naja, es ist immer so schwierig, wenn in diesen verdammten Boxen, die werden zwar immer teurer, aber es wird immer schwieriger, die Videos über 10 Minuten zu bekommen, weil einfach so wenig Inhalt drin ist. Nee, Spaß beiseite. Haben es alle nie einfach. So. Okay. Riecht irgendwie kaum nach irgendwas, also riecht ausnahmsweise mal nicht chemisch. Junge, diese Ärmel. Schon irgendwie lustig. Ja, okay, der Stoff ist halt wirklich super dünn und billig. Also der ist so durchsichtig, man sieht so richtig die Haut. Och man, schade. Ich war ehrlich gesagt von den Banger Musikklamotten von der Qualität immer richtig beeindruckt. Die hatten eigentlich immer einen sehr, sehr hohen Standard. Zum Beispiel der Pullover in der Blanco-Box von Macho und Cordo, glaube ich. Der war auch richtig nice. Dann von Play 69, da war noch ein Trainingsanzug drin und alles. Aber das hier, das kann man bestimmt auf der Kamera nicht so sehen. Aber ich gehe mal ganz nah ran, damit ich es euch so gut wie möglich zeigen kann, wie halt so der Stoff aussieht. Das ist halt wirklich so mehr oder weniger durchsichtig. Schade, also die Qualität dieses sehr dünnen Pullovers, der hält halt auch null warm, ist schon kacke. Aber die Drucke gefallen mir. Auch die Farben, dieses Weiß und dieses Orange und dieses Schwarz, sieht geil aus. Ist auch relativ schlicht gemacht, obwohl der halt komplett bedruckt ist, würde ich mit dem Ding auch draußen rumlaufen. Ich bin da immer ganz empfindlich. Ich mag das gar nicht, wenn so Camp David-mäßig so die Klamotten so bedruckt sind, so übermäßig. Das mag ich gar nicht. Aber so das hier ist auffällig, unauffällig, so finde ich. Also ich finde, das geht. Das kann man machen. So, ja. Wenn die Qualität jetzt doch geil wäre, Mensch, hätte ich lieber 5 Euro mehr fürs Bundle bezahlt. Weil so vom Schnitt her, so von der Sache her, cool. Kann man machen. Na gut. Dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Muss ich jetzt hier nicht noch lange quatschen. Danke fürs Anschauen. Das war jetzt mal nur ein Bundle nebenbei. Aber ich möchte solche Sachen eigentlich auch nicht auslassen. Wenn ich meine Finger um so etwas schließen kann, dann stelle ich die Sache auch vor. Gönnt euch mies. Links in der Beschreibung. Wir sehen uns zeitnah. Euer Max. Torremolinoberg.